Guten Morgen. Ja, willkommen zu den Morning News. Freitag ist es und das Wochenende steht vor der Tür, was uns natürlich sehr, sehr freut. Die Morning News werden ermöglicht durch Textu, Europas smartesten Text-Compliance und Anbieters und demnächst auch Finance-OS-Provider. Zwei bekannte eBay-Mitarbeiter sind zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt worden in den Vereinigten Staaten. Und zwar deshalb, weil sie einen Blogger bzw. eine Bloggerin, die Ina Steiner von E-Commerce Bytes, gestalkt und belästigt haben. Sie haben ihr Kakerlaken geschickt, sie haben ihr blutende Schweinsmasken geschickt. Maßgeblich auf Anweisung, so wurde es von ihnen verstanden, vom ehemaligen eBay-CEO Devin Wenning. Und sie hatten sich schuldig bekannt. Bemerkenswert ist eine Äußerung der Richterin, was sie dort für eine toxische Kultur bei eBay gesehen hat. Ja, das ist bemerkenswert. Aber das Urteil ist richtig, sehr, sehr richtig sogar. Und ich finde es auch in einem hohen Maße schockierend, weil ich bin im Grunde genommen das Pendant in Deutschland. Es gibt drei eBay-Blogs, das ist die Ina Steiner, das ist, verdammt Namen vergessen, in England. Ein Blog, der hat jetzt sich umbenannt, deswegen habe ich den Namen nicht im Kopf. Ja, das ist halt meiner. Und ich kann euch sagen, in Deutschland ist das nicht so. Also Beziehung zu eBay ist hervorragend. Und wenn es irgendwo brennt, kann ich anrufen. Und in seltensten Fällen werde ich einmal auf meine Berichterstattung angesprochen. Wirklich in den ganz seltensten Fällen. Wenn, dann auch nur in einer wirklich kooperativen Art und Weise. Also das ist schon krass, was dort in Amerika passiert ist. Und von den deutschen eBay-Mitarbeitern ist es auch in einem hohen Maße verurteilt worden. Ich verstehe auch nicht, was da die Amerikaner geritten hat. Also, ja, aber ist wie es ist, sie sind zu Gefängnisstrafen verurteilt worden und das auch zu Recht. Und ich bin gespannt, was die Ina gemeinsam mit ihrem Mann hier auch noch an Schadensersatz erhalten werden von eBay. Ich hoffe, Ihnen wird es gut gehen. Ja, CrowdFox hat bekannt gegeben in der Pressemitteilung, dass sie erneut Geld angesammelt haben, und zwar 6 Millionen Euro. Spannend an CrowdFox ist tatsächlich, wo sie jetzt gelandet sind. Sie sind ja ursprünglich mal eine Art Vermittlungsdienst gestartet. Da war noch der Langnieser mit Nachnamen, Schwätzer, an Bord als Geschäftsführer, und da hatte dann ein Artikel, den ich geschrieben habe, CrowdFox bewegt, komplett ihr Geschäftsmodell umzubauen. Sie hatten dort im Prinzip den Privatmann so als Art Handelsagenten gesehen und ein bisschen übertrieben auch geflunkert mit dem, was sie da tun. Sie sind dann, also das Geschäftsmodell ist dann gekippt. Gelandet sind sie jetzt mittlerweile bei einem B2B-Marktplatz, und zwar vertreten sie die Auffassung, dass sie eine Hilfestellung sind für Unternehmen, ihre Einkaufsprozesse zu optimieren. Bitte sehr. Der Lang ist mittlerweile nicht mehr da, war schon sehr krude, die Geschichte mit CrowdFox. War in meinen Augen so eine richtige einwandfreie Schummelbude. Wie sie jetzt sind, ich bin weit weg davon, ich weiß es nicht. Ja, die Verbraucherzentralen warnen Verbraucher bei Online-Bestellungen, dass sie betrogen werden können. Und zwar dergestalt, dass wenn man über Amazon einkauft, das ist das Beispiel, was sie auch zeigen, falsche Ware oder unrichtige Ware erhalten. Ihr bestellt ein Handy und erhaltet einen Siegelstein. Hier geben sie einige Tipps, die euch als Verbraucher oder die Verbraucher schützen sollen. Und zwar insbesondere, dass man während des Auspackens ein Video machen sollte. Spannend ist, dass es wohl mehrere Beschwerden gibt, dass von Amazon-Käufern beobachtet worden ist, dass falsche Ware ankommt. Unklar ist bisweilen, wer hier der Betrüger ist, der Händler oder aber gegebenenfalls irgendetwas dazwischen, also ein Paketdienstleister. Das weiß gegenwärtig noch keiner so richtig. Des Weiteren findet ihr auf der Seite der Verbraucherzentralen eine sogenannte Fake-Shop-Liste, eine saisonale Fake-Shop-Liste. Hier würde ich euch immer empfehlen, reinzuschauen, welche Shops werden dort genannt. Gibt es Namensgleichheiten? Sind dort gegeben? Werdet ihr dort gegebenenfalls versehentlich genannt? Was sind die Merkmale, nach denen ein Fake-Shop identifiziert wird? Dort gibt es halt auch eine Anleitung, was Verbraucher beachten sollten. Hier also bitte sehr dann auch mal mit dieser Liste euren eigenen Shop oder euren Shop-Auftritt vergleichen.
ob ihr dort gegebenenfalls in ein Raster hineinfallt, und dann müsst ihr dann die entsprechenden Änderungen halt in eurem Shop vornehmen. Retouren 22, ein Retourentrigger hat der Joachim Graf von iBusiness veröffentlicht, und genau das ist dann auch der Kommentar, den ich euch unterhalb des Videos, also in den Kommentaren verlinkt habe. Den hat er Facebook eben nicht angenommen. Worum geht's hier und was ist das Wichtigste, was wir hieraus lesen können? Hier haben wir im Prinzip zwei wesentliche Retourengründe. Die liegen daran, dass das Produkt nicht den Erwartungen der Verbraucher entspricht, beziehungsweise dass die Marketing-Aussage nicht passend ist mit dem Produkt, was geliefert worden ist. Das bedeutet, der Verbraucher will im Prinzip nicht das Produkt zurückgeben. Er kauft es in der Absicht, es zu behalten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was sind die Maßnahmen, die ihr daraus herleiten könnt, Retouren zu vermeiden? Marketingaussagen anpassen, Produktbeschreibung anpassen. Das sind die zwei wesentlichen Punkte. Und hieran solltet ihr arbeiten. Es macht keinen Sinn, ein Produkt zu verkaufen, was im Endeffekt aufgrund enttäuschter Verbraucher zurückkommt. Schön ist es zu sehen, dass die Verbraucher mit einer klaren Kauf- und Behaltensabsicht ihre Produkte auch tatsächlich kaufen. Ja, ach Mensch, da sind wir schon fast durch. Knast für einen IT-Studenten, der mittlerweile in Wuppertal lebt. Und zwar darf er ein Jahr ins Gefängnis gehen, weil er zweimal ein gefaktes Apple-Handy verkauft hat. Er war allerdings schon einschlägig vorbestraft. Finde ich im Übrigen bemerkenswert, ein Student. Also ich meine, wo man sagen kann, okay, der hat zumindest ein bisschen Ahnung, was ist passiert. Er hat über ein Kleinanzeigenportal Apple iPhones 13, ich glaube Pro, angeboten, hat diese persönlich übergeben, hat eine gefälschte Rechnung beigegeben und es waren dann im Grunde genommen Fakes. Einmal ist es vollzogen worden, das zweite Mal, da hatte der erste Käufer das bereits gesehen und hat dann die Polizei benachrichtigt und hat noch einen weiteren Kauf fingiert. Und dort ist er dann festgehalten worden und der privatgewerbliche Händler hat dann tatsächlich auch 6 Monate in Untersuchungshaft gesessen. Also solche Sachen sind kein Kinderspiel, es ist kein Kindergarten, sowas. Naja, das war's mit den Morning News. Ganze 8 Minuten, mehr waren's nicht. Großartig. Ich wünsche euch einen fantastischen Freitag, habt Reibach bis zum Abwinken. Ja, genießt das Wochenende, es ist ein langes Wochenende. Montag werden wir uns nicht sehen und hören, erst wieder am Dienstag. Und euch wünsche ich, dass ihr verdammt viel Reibach macht. Und naja, ihr kennt das ja, auch ein bisschen Umsatz. Habt ein tolles Wochenende. Bis dann, tschüss.